Der NDR Schleswig-Holstein hat sich an diesem Wochenende in Büsum einquartiert, um mit Ihnen ein bisschen zu feiern. Ja, vorausgesetzt, Sie kommen gleich auch noch. Direkt zum Büsumer Strand an die Wattbühne. Da haben wir unsere NDR-Technik aufgebaut, damit das gleich auch so richtig schön durch die Boxen wummert. Genau, bevor aber die Musik losgeht, hatten die Büsumer erstmal eine Challenge zu bestehen. Simone Mischke, was war denn das für eine Challenge und vor allem hat es denn geklappt? Ja, also die Besucher hier, die hatten die Aufgabe, das NDR-Logo zu bilden, also die NDR-Buchstaben zu bilden und dann auf Kommando des Bürgermeisters eine Laola-Welle zu machen. Und ja, ich würde mal sagen, also wir haben ja alle auch ein bisschen Fantasie. Also ich würde sagen, das hat geklappt mit den Buchstaben. Und ja, zwei von den lebenden Buchstaben sind jetzt auch hier bei mir. Simon, moin. Du siehst schon mal ganz gut gelaunt aus, oder? Das war super. Hat echt super Spaß gemacht. Das war toll. Und du, ihr macht hier zusammen Urlaub oder du hast auch mitgemacht? Wie war es bei dir? Ja, ich habe auch mitgemacht zusammen mit meiner Freundin und wir haben hier heute einen Tagesausflug gemacht, hier nach Büsum. Und schon seid ihr live im Fernsehen, so kann das dann gehen. Was ist euer Highlight heute? Klock Klock ist ja nachher noch auf der Bühne, worauf freut ihr euch am meisten? Auf das Lied Summer Nights und bei der tollen Atmosphäre hier mit dem tollen Seeblick, also es ist wirklich einfach super. Vielen Dank, viel Spaß euch beiden. Ja, und bei mir ist jetzt auch noch der neue Tourismuschef Robert Kowitz. Sie fangen morgen tatsächlich erst an und das Besondere ist, dass Sie hier in Büsum Ihre Ausbildung gemacht haben und jetzt wieder ja, nach Hause gekommen sind sozusagen und dann so ein Einstieg hier. Wie ist das für Sie? Alles top, richtig und ich freue mich umso mehr, dass so ein Tag wie heute auch da ist, um mich hier einleben zu können. Bestes Wetter, Klock Klock, super. Worauf freuen Sie sich am meisten heute? Auf das Klock-Klock-Konzert natürlich und natürlich die Rahmenbedingungen und die Saison so zu beginnen, mehr geht nicht. Ja, und Klock-Klock, die sind nachher live auf der Bühne, 21 Uhr geht's los, der Eintritt ist natürlich frei. Und mit dem Trio habe ich heute Nachmittag nach dem Soundcheck noch mal kurz gesprochen und die Band, die freut sich wirklich tierisch hier heute live für die Büsumer und die Gäste zu performen. Und ja, sie wollen die Büsumer und die Gäste hier mit Herz und mit Bodenständigkeit begeistern. Und ja, also wenn ich mir das Wetter jetzt noch so angucke, wir werden daher, so wie das aussieht, einen sehr, sehr schönen Sonnenuntergang erleben. Und ja, ich kann nur sagen, hoch mit dem Moors, kommen Sie her, wir freuen uns auf Sie und dann einfach eine schöne Party zu feiern. Sieht aus, als würde das ein guter Abend sein und werden. Vielen Dank nach Büsum, Simone Mischke.